Spieleserver. Das war das Intro. Hallöchen, meine lieben Freunde. Hier ist der Spieleschwärmer. Schnappt euch eure Kuscheldecke und ein heißes Getränk, denn heute wird ein bisschen herumgetrickst. Keine Hex oder sonst irgendwas Verwerfliches. Nein, ich werde heute ein Glücksei benutzen und damit ein paar Pokémon in Massen entwickeln und dann schön Erfahrungspunkte einstreichen. Aber jetzt suche ich erstmal einen Platz, wo ich das in Ruhe machen kann. Ich wollte jetzt zwar draußen sein, aber hier ist es mir dann doch ein bisschen zu voll. Es kommen die ganze Zeit Leute vorbei und ja, ich bin halt schüchtern, ne? Der Glitch kommt übrigens immer noch sehr, sehr oft und keiner der Tricks, von denen ich mal gehört habe, funktioniert. Ja, da würde ich sagen, es hilft einfach nur Geduld haben, bis es dann irgendwann mal gefixt ist. So, okay, jetzt bin ich hier ein bisschen abseits. Hier laufen jetzt nicht 20.000 Leute rum, sondern nur 10.000. Und hier ist eine Arena Level 5. Und weil ich ein ganz verrückten Typen bin, versuche ich doch einfach mal ein bisschen daran zu kämpfen. Ich bin zwar viel zu schwach, aber das ist mir egal. Einfach, um es getan zu haben, um es gezeigt zu haben, wie so eine Level 5 Arena aussieht, werde ich es jetzt tun. Wünscht mir Glück. Ich werde es nämlich gebrauchen. Ich werde es brauchen? Ich werde es brauchen, heißt es. So, erstmal ein bisschen Buttonmashing. Und dann die Spezialattacken vollkriegen. Erste Spezialattacke. Ein bisschen mashen. Kann ich zumindest beim zweiten gleich noch ein paar Spezialattacken benutzen. Und zwar eigentlich jetzt. Irgendwie passiert da nichts, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay, da ist es platt. Du musst halt fabelhaft hier. Ich weiche einfach mal so ein bisschen zwischendurch aus, einfach nur um so zu tun, als könnte ich irgendwie was. Macht fabelhaft hier noch einen Eishieb und dann ist mein nächstes Pokémon auch schon fast platt. Naja, 2 von 5 sind geschafft. Na komm, wenigstens noch den Eishieb. Okay, das wird nichts. Das wird schief gehen. Das wird sehr, sehr schief gehen hier. Oh je. Egal, ich lasse mich nicht aus der Ruhe bringen, auch wenn da 666 steht. Das ist ein bisschen gruselig. Kämpfe ich etwa gegen den Teufel oder auch nicht? Vielleicht kämpfe ich auch nur gegen meine eigene Inkompetenz. Ich wollte schon Inkontinenz sagen, aber die habe ich gar nicht. Ja, lasst euch ruhig in den Kommentaren darüber aus. Ich habe übrigens Ich habe übrigens mein Evoli Pyro genannt, weil ich diesen Trick mal ausprobieren möchte. Bei dem man sein Evoli nach den Trainern aus der Serie benennen soll und es dann bei der Entwicklung die entsprechende Form wird. Warum sieht mein Pokémon so aus? Das verwirrt mich. Komm schon, ich schaffe es noch. Nein, ich schaffe es nicht. Habe ich noch Pokémon? Ich glaube nicht. Spezialattacke, habe ich sie benutzt? Nein. Okay, jetzt muss Nidorino hier das klären. Irgendwie? Ah, jetzt ist die Hornattacke benutzt. Okay. Attacke, 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 gewonnen. Wie viele kommen denn noch? Oh je. Ja, jetzt kommt natürlich noch ein Tauboss. Aber da ist dann mein Pokémon auch hin und ich habe verloren. Aber immerhin, ich habe 400 EP bekommen. Ich habe 4 von 5 Pokémon besiegt. Ich habe 2000 Arena Prestige. Denk an Pressen. Prestige verloren. Hä? Also ihr habt es verloren. Also egal. Den Kampf habe ich zwar verloren, aber euer Name steht auf meiner Liste. Den Witz wollte ich schon seit Episoden machen. Habt ihr das eigentlich auch, dass ihr so viele Beleber habt, dass ihr gar nicht wisst, wohin damit? Ich meine, jetzt kann ich sie tatsächlich mal benutzen, ne? Aber ich musste vorhin 20 Stück wegschmeißen, genauso wie von den Tränken, weil ich konnte einfach keine Pokebälle mehr aufsammeln. Und ja, ich habe mir tatsächlich Gegenstandslots gekauft. Und Pokebälle. Also eigentlich bin ich total dagegen, digitale Verbrauchsgüter, ich mach mal nebenbei weiter, ich bin eigentlich total dagegen, digitale Verbrauchsgüter zu kaufen, weil ich das schwachsinnig finde. Ja, aber das Spiel macht mir leider so viel Spaß, dass ich es tatsächlich getan habe. Naja. Man muss auch mal was unterstützen, was man mag.
Also, unterstützt mich. Denn ich mag mich. Und euch auch. Am liebsten mit Soße. Das Fangen habe ich irgendwie auch noch nicht ganz so verstanden. Es heißt ja, wenn der Ring ganz klein ist, dann ist die Chance, dass die Pokémon ausbrechen, geringer. So. Aber irgendwie brechen die bei mir trotzdem aus. Und wenn der Ring ganz groß ist, fange ich dann trotzdem Pokémon. Ich weiß nicht, ist das verbuggt oder ist das einfach nur Glück im Unglück und Pech im Glück? Pech im Glück. Eine Autobiografie. Wisst ihr, wie der nahestehendste Freund des Berges heißt? Gitter. 400 Bonbons im Carpador weiterzuentwickeln, schienen mir ein bisschen viel. Hat hier wohl jemanden durch den Dreck gezogen? So, jetzt geht es auch mal endlich darum, was ich eigentlich machen wollte. Und zwar der Trick, wie ihr schneller an EP kommt. Ich habe hier noch ein Glücksei, das werde ich jetzt benutzen. Und ich habe sogar die Auflösung des Handys runtergeschraubt, damit es nicht so ruckelt. So, und jetzt nehme ich meine Taubsis, die ich hier habe. Und entwickle sie. Weil für die Entwicklung braucht man nicht so viele Ressourcen. Und gleichzeitig bekommt ihr jetzt aber durch das Glücksei viel, viel Erfahrung. Das dauert länger, als ich mir jetzt habe gedacht. Grammatik gut. Entwickeln. Kann man das beschleunigen? Das wäre ganz schön. Anscheinend kann man das aber nicht. Wie viel EP kriege ich jetzt eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Toll. Ein Hornlio wird jetzt noch entwickelt. Auf den Trick hätte ich übrigens selber kommen können, bin ich aber nicht. Ich bin da heute im Gespräch drauf gekommen mit anderen Trainern, als ich mich ein bisschen hier im Spiel mal Richtung Fortschritt bewegt habe. Und da habe ich mir dann gedacht, jo, da hätte man tatsächlich drauf kommen können, das muss ich heute mal nachmachen. Und das mache ich jetzt auch nach. So viele Hornios habe ich nämlich, glaube ich, gar nicht. Deswegen entwickle ich hier Kokuna einfach weiter. Und hoffe mal, dass das Endergebnis dann sich gelohnt hat. Da ist das nächste Taubsi. Das, hoppala, entwickle ich. Ja, das möchte ich entwickeln, dankeschön. Ja, ich habe nämlich 131 Taubsi-Bonbons, da dürfte ich ein bisschen was von ausgeben dürfen. Und wenn ich es dann gleich noch schaffe, würde ich gerne noch Evoli entwickeln. Ich hoffe, dass mein Trainerlevel hoch genug ist, dass ich das letzte Power-Up oder die letzten zwei Power-Ups, ich bin mir da gerade nicht so sicher, noch nutzen kann. Und ja, dann kann ich direkt das nächste Mysterium abschließen. Nee, mit dem nächsten Mysterium abschließen, so heißt es genau. Im Hintergrund merke ich, dass ganz viele Pokémon da gefangen werden möchten, aber da muss ich jetzt mit leben. Ich das nicht machen kann. Hornlio wird wieder entwickelt. Da war also doch eins. Ups. Während ich jetzt hier im Hintergrund meine Pokémon entwickle, möchte ich mal darüber reden, wie das denn jetzt mit den Abozahlen aussieht. Ich bin total von den Socken und fasziniert, wie schnell dieser Kanal wächst. Ich habe es mir gar nicht träumen lassen, dass ich die 50 Abonnenten so schnell knacken konnte und dann wurden es 100, dann wurden es 150, dann wurden es 200, 250. Jetzt bin ich schon auf dem halben Wege zu 300. Ich wollte ja auch gerne noch ein Abo-Special machen. Habe auch schon ein paar Anfragen bekommen, ob ich das nicht machen möchte. Ja, möchte ich machen. Die Sache ist jetzt einfach, wann? Ich wollte erst zu 250 machen, dann habe ich das so schnell geknackt, dass ich mir denke, okay, man könnte es auch bei 300 machen. Mein Plan ist jetzt entweder bei 500 oder bei 1000 Abonnenten, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher und dann werdet ihr komplett da einbezogen. Also es wird sich ganz viel um euch drehen. Ich brauche euch für das Special. Wie genau das aussieht, das werde ich euch dann bei Zeiten mit einem eigenen Video erklären, aber macht euch gefasst drauf, ihr werdet aktiv, wenn es heißt Abo-Special. Und ich entwickle jetzt mal hier noch ein paar Pokémon weiter, solange das Glücksei funktioniert. Und dann schaue ich mal, ob ich vielleicht sogar ein Level abbekommen kann. Das würde mich dann doch sehr freuen. Ich habe ja noch mehr Taubsis. Wie viele denn noch? Irgendein Taubsi wollte ich dann nochmal mit Power-Ups behandeln, um dann ein gescheites Taubos zu haben.
Aber egal, ich werde nochmal ein starkes finden. Dann mache ich das ordentlich. Ich freue mich jetzt schon darauf, die Pokémon auszusortieren hinterher. Ich habe ein Déjà-vu, habe ich das schon mal gesagt? Stimmt. Noch ein Taubsi. Mir tut das in der Seele weh, wie oft das Handy vibriert. Und ich weiß, an wie vielen Pokémon ich vorbeilaufe, aber ich brauche jetzt die Zeit, um zu entwickeln. Denn so ein bisschen mit dem Spielerlevel hochwandern, das wäre schon ganz cool. Ich bin echt im Verzug, wenn ich mir so andere ansehe. Über Level 20 und ja, bis ich da angekommen bin, seid ihr auf Level 800.000 oder so ähnlich. Jetzt fehlen mir genau 100 Sternstaub. Ist hier noch ein Pokémon? Oh! Oh! Auch eine gute Überraschung, ein Ei. Was schlüpft denn hier? Was schlüpft denn? Ein Zubat ist geschlüpft. Welch Enttäuschung. Aber der Wert ist gut. Zur Belohnung kriegst du einen neuen Namen. Zubat Ausrufezeichen. Du bist individuell. Ich hatte tatsächlich einen Levelaufstieg. Level 13. Und anscheinend schon vor längerer Zeit. Ja, cool. Kann ich das Goldini noch kriegen, was da hinten ist? Jo. So, perfekt. Weil die 100 EP, die ich haben will, nee, nicht EP, die 100 Sternestaub, die würde ich dann vielleicht jetzt mit dem Goldini dann noch haben. Ja, aber natürlich auf den kleinen Kreis warten. So, mache ich doch. Und weg war's. Toll. Okay. Wie viel Zeit habe ich denn noch? Ach, 21 Minuten. Was kann ich denn hier noch Schönes entwickeln? So, Tauburgas. Ganz viele Tauburgas. So, du hast den höchsten Wert. Du wirst jetzt noch ein Tauboss. Als ich heute Morgen, / Mittag, mich ein bisschen vorbereitet habe für die Folge und schon ein bisschen Ressourcen und EP gesammelt habe, da musste ich dann noch mit Schrecken feststellen, wie schnell so 2 Stunden oben gehen können. Ne? Aber hey, man ist in der frischen Luft, man bewegt sich, man hat Spaß. Ist doch perfekt. Gut, wenn es jetzt nicht nur für ein Videospiel wäre, wäre es natürlich noch besser. Aber meine lieben Freunde, man kann ja nicht alles haben. Ne? Ich finde, trotz allem können wir die positiven Aspekte hier genießen. Wie zum Beispiel, dass ich ein Pokémon gefangen habe mit einem netten Wert. 200 EP? Ach ja, natürlich. Natürlich 200 EP. So. Pyro, wo bist du? Ja, Pyro ist übrigens der Name für das Evoli, was ein Flammara werden soll. Wenn ich es denn finde, da ist es. Das ist ein Raupi. Power up. Das wird überhaupt nicht weniger hier. Ich teste jetzt mal, ob dieser Trick funktioniert. Es heißt Pyro. Es müsste jetzt, wenn ich es entwickle, ein Flammara werden. Ich bin gespannt. Was wird es? Was wird es? Hoffentlich kein Fahrrad. Trommelwirbel. Es ist ein Flammara. Also war es entweder Glück oder der Trick ist tatsächlich echt. Ja, coole Sache. Hervorragend. Ich habe Spinnenweben im Mund. Natürlich braucht so ein neues, besonderes Pokémon auch einen so besonderen Namen. Ich nenne es Feuerzeugtyp. Du bist ab jetzt meine Elite. Na, ich habe noch ein paar Raupis zum Entwickeln. Perfekt. Ja, dann bin ich doch gleich wahrscheinlich auch Level 14, ne? Überall Insekten. Trotzdem spawnen hier keine Insekten-Pokémon. Oh ja, Levelaufstieg. 14. Ohne Witz, ich habe überall Spinnenweben. Im Gesicht, an den Händen. Ich bräuchte übrigens Hilfe. Wer kann mir helfen, die Winterreifen auf meine neuen Felgen zu ziehen? Ich habe 2 Level-Ups gehabt. Und ja, wenn ihr jetzt natürlich noch niedriges Level habt, dann ein noch niedrigeres. Wenn euer Level weiter unten ist, ach, ist doch jetzt auch egal. Diese Kameraeinstellung ist wirklich entrückend. Smetbo, du als Experte, nicht flüchten! Smetbo, ich wollte dich fragen, was du von dem Trick hältst. Nein!
Na toll, jetzt habe ich hier die ganze Zeit Pokémon entwickelt und habe vergessen, dass da hinten ein Pokéstop ist. Also ich habe es nicht vergessen, ich habe es übersehen. Ich konnte nichts dafür. Oh mein Gott, Panik, 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 Panik. Ente, quark nochmal so cool wie eben. Das war nicht die Ente. Ente, Ente, mach Quark. Es klingt wie eine Tröte. Jetzt funktioniert's nicht, oder was? Hör auf zu lachen. Das ist nicht witzig. Hör auf! Man sieht es wahrscheinlich nicht, ne, aber boah, sind da oben viele dicke Spinnen. Und da stand ich eben. Da stand ich drunter. Und ich lebe noch. Das mit dem Belebern ist übrigens mein Ernst, ne? Ich schmeiß die regelmäßig weg, ich brauch Platz im Inventar. Ey, Spieleschwärmer, sag mal Klettergerüst. Klettergerüst. Da steht ein Baugerüst. Ich glaube, das ging anders. Boah, bitte. Lass hier ein Pikachu erscheinen. Das wäre voll cool. Das gibt einen Screenshot, der sich gewaschen hat. Was bei Elektrizität sehr gefährlich ist. Da, so viele waren da. Also so welche wie da. Ganz viel. Ich habe Angst, meine Kamera hier hinzuhalten. Wegen der Spinne und wegen dem Wasser. Ihr seid böse. Nein, Spiel, auch wenn du mir versuchst, das zu sagen, dieser Weg hier ist nicht überflutet. Aber Wasser ist definitiv hier. Und Strom. Strom schnellen. Vorsicht, hier kann es sehr laut werden. Schockmoment! Ist das Touch? Ich verstehe das nicht. Wie macht man denn hier auf stumm oder auf lauter oder auf leiser? Technischer Support. Glücksei aufleveln. Lohnt es sich? Ich finde schon. Ich habe jetzt 2 Level-Ups gehabt. Hätte ich jetzt noch ein paar Pokémon zwischendurch gefangen, dann hätte ich sicher nicht noch ein 3. Level-Up gehabt. Sprich, dann wäre ich jetzt schon Level 15. Ja, doch, ich finde es gut. Das merke ich mir. Also überflüssige Pokémon nicht immer direkt wegschicken. Es lohnt sich, sie zu behalten, ein bisschen Ressourcen zu farmen und dann so eine Power-Auf-Level-Tour zu machen. Ich finde es super, genauso wie es heute einfach hier aussieht. Das ist wunderschön. Leute, was hätte ich nur in dieses Spiel gemacht? Hätte ich diese Aussicht genossen? Ja, zwischendurch schon, aber nicht so oft. Pokémon. Hashtag, das wäre irgendwie traurig. Da ist eine Schleife drum. Also, das ist ein Geschenk. Was kriege ich doch nicht ins Auto? Die Natur. Sie ist so wunderschön. Und friedlich. Hm. Ja, flüchte. Das gibt aber keine EP. Schmutzigste Lampe aller Zeiten. Ernsthaft? Warum? Warum Vorfahrt? Was? Und ich dachte, ich habe wirre Gedankengänge. Ich vergesse es immer wieder, wenn ein Ei geschlüpft ist, ein neues in so einen Inkubator zu packen. Ja, das Wort habe ich jetzt geschafft auszusprechen, ist ja klar. Last but not least. Oder so ähnlich. Menschen und Brücken, das muss man alles bei der Stange halten. Ich könnte jetzt einen Witz machen, mache ich aber nicht. Ich habe Niveau. N-I-W-O. Ausrufezeichen. Ich hätte gedacht, das heißt, dass hier ein Pokéstop ist. Aber das stimmt nicht. Habt ihr es eigentlich auch, dass wenn ihr hier durch dieses Pokémon-Menü geht, dass das Spiel dann irgendwann anfängt, wie bescheuert zu ruckeln und zu laggen und es einfach total schwer ist, hier irgendwie Ordnung zu halten? Bei mir ist es jedenfalls so und gleich werde ich überfahren. Yay, noch ein Ei. Na, was wird es? Hoffentlich diesmal keine Enttäuschung. Das wäre mal eine Abwechslung. Ausraster hier einfügen. Jammern, 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 jammern. Voltoball. Oh, und ein Carpador. Das war kein Carpador. Ist auch zu weit weg. Ich möchte jetzt das Carpador. Flucht! Ich hab's überlebt. Der Pokéstop dachte sich, ich weiß. Das ist hier übrigens verzeichnet als Brunnen. Wunderschön. Hat jemand Durst? Ich jetzt nicht mehr. Damit die nächste Episode interessanter sein kann, frage ich euch, was sind eure Wünsche? Was soll ich mal machen? Was soll ich mal ausprobieren? Wo soll ich mal hin? Ja, schreibt es mir in die Kommentare und ich schaue, was möglich ist und was ich denke, was Spaß machen könnte. Und ja, dann schauen wir mal bald in die nächste Episode, was da so bei rumkommt, ne? Anderer Vorschlag, also Vorschlag, der von euch kommen muss,
Ich habe schon was in die Richtung heute Morgen in den Kommentaren gelesen. Was wäre eine Songidee? Was soll ich mal zu einem Song machen? Heute Morgen hieß es als Vorschlag Gangster-Rap über Pokémon, weil es nicht zusammenpasst. Finde ich witzig, die Idee. Ein Beat habe ich schon gebaut. Nur einen Text habe ich noch nicht geschrieben. Wenn ihr noch mehr Ideen habt, immer raus damit. Ich finde das super. Das gibt mir Herausforderungen und Möglichkeiten. Also haut raus, was ihr im Kopf habt. Nein, lieber nicht. Nein, lasst das Gehirn drin, bitte. Danke. Nochmal Glück gehabt. Wir testen jetzt mal was. Gute Jagd. Dankeschön. Es hat funktioniert. Und die beiden, die da vor mir laufen, gucken die ganze Zeit jetzt verwirrt nach hinten. Ich weiß, dass die auch Pokémon spielen. Die standen immer am Pokéstop. Die denken sich jetzt bestimmt, was will der? Geh schneller, Schatz. Geh schneller, der komische Typ kommt. Oh, Carpador. Komm. Komm zu mir. Fischlein. Das war ein trauriger Wurf. Jetzt überlegt mal, warum ich mir Pokebälle gekauft habe. Weil ich zu viel Geld habe. Nein, habe ich eigentlich gar nicht. Ich brauche Geld. Und Pokebälle. Ach ja, da fällt mir noch was ein. Seht ihr das? Da sind überall drei Spuren. Das ist nämlich jetzt immer so. Das ist ein neuer Glitch. Diese Entfernungsanzeige funktioniert nämlich nicht mehr im geringsten. Pokémon Go, meine lieben Freunde. Macht jetzt viel Unterschied. Das nächste Mal eine Kamera, die auch bei dunklem Licht nicht komplett ruckelt. Wow, diese Geschwindigkeit. Fast so wie ich beim Rennen. Hashtag Teilnehmerurkunde. Erzähl mehr, Vogel. Erzähl mir deine Lebensgeschichte. Ich höre zu. Boah, laber nicht. Da fällt mir noch was ein. Ich wollte letztens erst ein Special drehen. Ich dachte mir, Geister-Pokémon fangen. Mitternacht. Friedhof. Aber wenn ich ehrlich bin, als ich dann näher darüber nachgedacht habe, fand ich die Idee gar nicht mehr so gut. Weil zum einen verstößt das gegen die meisten Friedhofsregeln, weil die ab einer bestimmten Uhrzeit einfach zu sind und herumlungern nicht gestattet ist. Und naja, ganz ehrlich, für ein Videospiel und ein paar Videos finde ich es echt blöd, die Ruhe von den Toten zu stören. Ja, ich finde das eigentlich dann doch ziemlich respektlos und ja, nee, werde ich nicht machen. Habe ich auch verworfen, die Idee. Ich kann von mir aus um den Friedhof um Mitternacht laufen und dann schauen, ob da tatsächlich Geister-Pokémon spawnen. Aber auf den Friedhof werde ich nicht gehen. Weder bei Tag noch bei Nacht. Einfach als Zeichen des Respekts. Und ich würde euch auch bitten, das genauso zu machen. Ich glaube, da sind viele Leute dann glücklich drüber. Ja, ich bin ein Spielverderber. Lebt damit. Das ist wie Isolierband, nur aus Eisen. Hält sogar Mauern zusammen. Um die Zuschauer zu entzücken, filme ich auf vielen Brücken. Minigedicht. So ungefähr ist das, Free-to-Play-Spiele zu spielen. Und jeder Schlüssel kostet Geld. Das war ein schlechter Witz. Hier sehen Sie den verzweifelten Versuch, ein Flagmon zu fangen. Mit Superbällen. Und ohne viel Können beim Werfen. Wie mache ich das immer? Wie schaffe ich es immer, so stark daneben zu werfen? Das ist ein Mysterium für sich. Da sollte man mal Bücher drüber schreiben. Und die dann verbrennen. Klasse. Ja, das ist ein neues Pokémon. Da freue ich mich, hat sich gelohnt. Ein Flagmon. Und weil es so witzig war, das, glaube ich, ist eine schlechte Wahl. Weil das so witzig war, mache ich jetzt einfach noch einen Arena-Kampf, den ich nicht gewinnen werden kann. Kann. Das werde ich nicht gewinnen. Aber einfach nur, weil es witzig ist. So, den wechsle ich mir direkt aus. Meinen guten Feuerzeugtyp. Und bekämpfe damit das Taubos. Und versuche auszuweichen. Sehr effektiv. Hurra, hurra, hurra. Merke, Pokémon, die doppelt so stark sind wie deins, machen dein Pokémon fertig.
kann man selber drauf kommen. Ich muss es auf die harte Tour lernen. Jetzt geh doch down, du bist platt. Danke. Ja, das ist eine Mücke. Das ist ein Kampf, den man vergessen kann. Meine Damen und Herren, das war übrigens ein Fußgängerweg. Ja, nee. Der Kampf der Giganten. Man merkt, ich habe die Stärken und Schwächen noch nicht so ganz im Kopf. Hast du überhaupt was im Kopf? Naja, ich glaube, das bleibt bei einem besiegten Pokémon. Das ist einfach viel zu stark für mich. Ich mache das jetzt auch bis zum Ende weiter. Dann kann ich noch ein paar Items benutzen und ja, vielleicht noch ein paar Erfahrungspunkte mitnehmen. Das wäre doch schön. Und ja, ich weiß, dass Feuer gegen Aquana nichts bringt, bevor mich gleich einer anmeckert. Zubat, tu es. Nee, du bist gar nicht mehr Zubat. Du warst mal ein Zubat. So, und du darfst jetzt gerne mal down sein. Hallo. Das ist unfair. Danke. Ach so, noch so eins. Na dann. So, sind sie alle down? Ja. Aber hey, 200 EP, ein bisschen der Prestige weggemacht. Ist doch schön. Schlagt mir auf jeden Fall vor, was ich noch machen kann, was ihr euch wünscht. Und ja, richtet euren schönen Panoramen liebe Grüße von mir aus. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Spieleschwärmer ist raus. Ciao.